Moin Leute, so es geht weiter mit unserer Tour, unserer großen Tour hier, Teil 2 und zwar von Fort Stockton nach Culiacán. Wir befinden uns jetzt hier in La Perla, also mittendrin jetzt schon in Mexiko, auf so einem kleinen Rastplatz. Hier stehen schon zwei andere, ja, also war ziemlich ruhig, aber doch, sage ich jetzt mal sicher, und so passiert ist nichts, bin noch am Start und ja, habe 21 Tonnen an Rohöl drauf und ja, wenn wir noch einen kurzen Blick darauf werfen, für die, die Teil 1 eventuell nicht gesehen haben sollten. Ja, also 1117 Meilen haben wir vor uns und ja, sind 1126 Kilometer, 3810 Dollar wird das Ganze vergütet, brutto natürlich, sind 3,17 Dollar die Meile und erwartet wird das morgen zwischen 8.20 Uhr und 13 Uhr. Mal schauen. Ich gehe mal nicht von aus, dass wir das schaffen werden, aber nun gut. Ne? Hauptsache, wir kommen sicher an. Das ist die Hauptsache. Ja, das Ganze, um das Ganze zu fahren, benötigt man hier Gefahrenklasse 3, die wir ja haben. Also von daher alles im grünen Bereich als solches. Ja? Okidoki. So, das war das. Ja, ich sagte ja schon, ne? Rohöl 21 Tonnen. Und ja, für die, die das, die Teil 1 noch nicht gesehen haben sollten, ne? Gehe ich mal nicht von aus, oder? Okay. Ja, wollen wir das Ganze mal starten. Oder fortführen, besser gesagt, mit Teil 2. So. 8.21 Uhr, also ja, ich war gestern auch ziemlich durch mit der Bereifung, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich war froh, dass ich dann jetzt hier Päuschen machen konnte oder mich aufs Ohr legen konnte. Bin auch sehr schnell weg gewesen, ja, und ja, von daher werden wir dann auch jetzt zwischendurch jetzt auch ein Päuschen einlegen. Ja, also was heißt, können ja kurz mal reinschauen. Ja, ich würde das jetzt hier nur mal teilweise machen, jetzt nicht die ganze Tour jetzt hier, weil das wäre auch zu vieles Guten, ne? Ja, too much information, ne, ist auch nicht gut. Und ja, wir fahren jetzt hier, also wir fahren jetzt hier los, ne, in La Perla befinden wir uns ja noch, fahren jetzt gleich dann links auf die 67 und dann geht es dann ja Richtung Camargo. An Camargo kann man sagen vorbei, ja, dann durch Ciudad Jiménez und dann geht es dann weiter und zwar hier, wo wir mal ein Päuschen einlegen, also nach 217 Mal, ich denke mal, dann können wir ein Päuschen einlegen, können wir was essen, was trinken, mal gucken, also bei Mapimi, ja, und mal schauen, wie weit wir dann noch fahren, keine Ahnung, ne, also gestern war es ein bisschen viel des Guten, glaube ich, denke ich mal, und ja, müssen vorankommen, das ist richtig, aber jetzt nicht alles unnötig, jetzt jede Meile so weit zu kommen, wie es geht. Also es zu erzwingen. Wenn man müde ist, ist man müde und dann muss man Päuschen machen, ne? So ist das. So. Also, wir fahren erstmal. Ja, natürlich zusehen, dass wir sicherlich, ne, dass wir auch vorankommen, aber man weiß auch nicht, was unterwegs, jawohl, was unterwegs so ist, ne, das weiß man ja nie, ob alles soweit gut verläuft. Ich habe vorhin das Fenster mal kurz aufgemacht, habe es vergessen, können sie wieder zumachen oder zumindest ein Stück weit offen lassen. Und ja, wie gesagt, man weiß ja nie, wie der Verlauf so ist, ne? Also von daher, man hofft natürlich, dass es alles gut über die Runden geht, ist ja logisch. Oh, ein Bus ist coming. Und der Bus bleibt jetzt stehen. Warum? Weil ich jetzt mitten auf der Fahrbahn bin. Dann fahr du mal. Ja, fahrt mal. Ah, Leute, echt. Ich fahr doch nicht vor. Ich fahr doch nur, wenn alles safe ist. So, du auch jetzt, komm. Alles andere kann erstmal stehen bleiben. Jetzt könnt ihr stehen bleiben, wenn ihr wollt. Der Bus ist stehen geblieben. Er hat Angst gekriegt. Ja.
Soll ich mal nicht auf den Standstreifen, sondern auf meine Spur fahren? Genau. Und jetzt können wir ein bisschen Zunder geben und dann läuft das, ne? So. Jetzt sind wir wieder auf Kurs, ne? Sozusagen. So. Alles gut, alles fein, alles schick. Ja, wird jedes Mal auch hier in Teil 2 garantiert auch dann alles ein bisschen länger, ja, aber was soll's. Ist halt so, ne? Wenn man eine lange Tour hat, man kann das ja nicht, kann sich das ja nicht aussuchen, ne? Die Kasse muss ja klingeln als solches. Und ja, und das ist eigentlich eine ganz gute Tour, ja. Immer schön die Augen aufhalten, ja klar. Was wir so transportieren, ist ja nicht ohne, ne? Rohöl, ne? Ja. Und ja, wenn ihr seht, so von wo wir überall so herfahren und so, naja, dann kann es vielleicht, ich will jetzt nicht raufbeschwören, aber es kann natürlich dann auch mal brenzlig werden, ne? Sprich, wenn man dann eine Situation reinkommt, die man sich da nicht so erwünscht, ne? Ja. Und dann steht man da. Im wahrsten Sinne des Wortes, hinter ohne LKW und ohne nichts, ja. Bestenfalls steht man dann noch da. Deshalb immer schön gucken. Und der, was ist der? Der steht da, macht Päuschen wahrscheinlich, ne? Alles klar. Ja, ist doch gut. Schauen wir mal, wie weit wir so kommen. Und ich sag mal ganz ehrlich, also 3 Teile habe ich geplant. Wenn es ein 4. Teil noch geben sollte, dann ist es halt so, ne? Ist auch nicht schlimm. Ist der 4. Teil vielleicht dann ein bisschen kürzer, dann egal. Ist halt so, wie es ist. Ja, ich weiß, ich habe grün, aber brauchen wir trotzdem jetzt nicht. Jetzt haben wir natürlich kirschgrün, ja, egal, aber jetzt halte ich ja nicht mehr an. Und ja, wir müssen ja nicht hier in diese Baustelle reinrasen, ne? Das muss ja nicht sein. Du wirst ja erstmal losfahren, wenn ich jetzt hier aus dem Weg bin, ne? Also gehe ich mal von aus. Ich habe ich mir da auch nicht, aber okay. So, ja, Blinker weg. Ja, so sieht's aus. Also abgeschlafen wie so ein Murmeltier. Nichts mitbekommen, aber auch gar nichts. War, wie gesagt, Jalousien gingen sehr schnell auch danach runter. Also und ja, hab gute 3,5 Stunden geschlafen. Wir sind frisch gemacht, ne? Und ja. Hätte ganz ehrlich noch ein bisschen länger schlafen können, davon mal ganz abgesehen, ja, bin ich ehrlich, aber ja, muss ja weitermachen, ne? Get ready to turn left. Ja, ich bin sowas von ready. Nun ja, wir schauen mal. Bisschen Hunger habe ich, ja, aber wie gesagt, Geduld ist eine Tugend, bekanntlich, und können wir auch noch ein bisschen warten, ne, bis wir dann unser Päuschen, bis wir unser, ja,
unseren nächsten Wegpunkt jetzt erreicht hat, haben, um dort eine Pause einzulegen. Käffchen habe ich mir reingepfiffen, ja, okay. Wenn man das als Frühstück bezeichnen darf, okay, dann war das, ja, aber ein Wachmacher war das, sonst auch nicht. War auch ziemlich stark, muss ich sagen. Ja, ansonsten soweit keine Nachrichten reingekriegt. Sogar ein E-Mails, also ich will das nicht raufbeschwören, denn sonst, wie gesagt, kriege ich immer nicht stets und ständig, aber recht viele, ja, rein. Aber nö, war nicht. Und wenn ich auch gestern keinen Bock mehr gehabt, danach noch irgendwas noch nachzuschauen oder was auch immer. Wie gesagt, ich war durch mit der Bereifung, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, war auch zuvor auch ein bisschen Stress gewesen, bevor ich die Tour hier angetreten habe. Also nicht, dass ich jetzt diese Tour genommen habe. Nein, das war ja meine Entscheidung und alles gut. Haben ja getauscht gehabt und dementsprechend, ja, sonst wäre ich ja weiter mit dem Kühler gefahren. Ich denke mal dann nicht nach Mexiko, denke ich mal nicht. Aber egal. Ja. Und jetzt fahren wir halt mit dem Trailer rum. Und ja. Und sind erstmal jetzt doch hier in Mexiko. Das ist schon jetzt also sicher. Ja. Wir werden jetzt ein bisschen hier rumkurven. Oh, einige Wochen, sage ich jetzt mal. Ja. Das weiß ich schon mal. Von meinen Jungs. Also, soll ich mich auch so einstellen drauf? Kein Ding. War gerne in Mexiko rum. Und von daher. Und man sieht das eine oder andere, was man sonst so nicht sieht. Und alles gut. Ja, ich soll langsamer fahren. Ja. Alles gut. Mach ich doch, ne? Ready to turn left. Ja. Ich bin ready. So, Ciudad Jiménez sind wir jetzt. Sehr schön. Turn left. Ja. Just a moment, please, lady. Okay. Ja. Und jetzt bleibt der etwas mal stehen, weil die anderen noch fahren, denke ich mal, aus diesem Grund. Ja, mit den Trailern sagte ich ja schon in der letzten Folge, alles als solches unter Dach und Fach. Jetzt sind sie natürlich, ja. Jetzt werden sie schick gemacht, sagen wir mal so, ja. Und dann kommen sie auf die Straße, wo sie hingehören, ne? Geld zu verdienen. Ich werde dann auch, ja, hier in Mexiko, denke ich mal, erstmal nicht. Wenn ich nicht die bekommen als solches, dass George wird sich, glaube ich, den Kühler Trouble, glaube ich, greifen. Hat er schon so angekündigt und ja, den anderen, weiß ich nicht, wer den jetzt nehmen wird. Also, ja, wenn die Leute oder einer von denen jetzt, die den haben, natürlich auch eine Tour nach hier nach Mexiko haben und ja, man ist da nicht so weit auseinander, dann gerne. Dann werde ich das so und so früher oder später machen. Ja, müssen nicht, aber ich. Wird natürlich eine Umstellung sein. Also garantiert. Ja. Da zwei Dinger da hinten, da mit Hänger und so weiter. Ja. Bin ich mal vor einiger Zeit, ist schon länger oder lange her, ja, mal gefahren, aber mal schauen,
wird schon, ne? Also Sache der Gewöhnung, ne? Huckst man sich so rein, Alter. So ist das. Und wir haben schon September. Das ist ja Wahnsinn, echt. Also, ich kann nur echt sagen, wie die Zeit vergeht, ey. Gerade noch Januar, Februar gehabt und jetzt schon September, ey. Mein Gott. Ja, geht sogar schon hier. Ja, kannst sagen, Mitte September. Schon fast, ey. Ja, ist ja so. Hammer, Hammer, Hammer. Ist das ja, ja nicht mehr lange hin. Ja gut, jetzt sagt man noch, ja, wir haben, mein Gott, Atze, wir haben doch gerade mal jetzt, ne, Anfang, Mitte September. Ja, was willst du denn? Ist doch, ja, ja, aber zeig, wie schnell ist der Monat rum? Dann erst in Oktober, ja. Ja, der Herbst ist ja auch schon vor der Tür, sozusagen. Ja, und dann, ja. Kannst du schon sagen, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ja, jetzt bin ich ein bisschen voreilig, ne? Ja, ich weiß. Aber ist doch so, Mensch. Echt, das Jahr, das rast doch wie nix, echt. Ja, aber haben die jetzt alle so super eilig oder was? Oder bin ich zu lahmarschig? McLean. Oh. Klick, klack, kluck. Wir hoppeln uns hier durch. Ja. Bisschen Maut bezahlen, ne? Exclusivo Telepeache. Ja, wenn ich links gewesen wäre, hätten wir so durchfahren können, denke ich mal. Hätten wir auch machen können. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier drauf, wo wir sind. Ganz genau. Ich finde, heute ist ein bisschen mehr los wie gestern, ne? Also verkehrstechnisch gesehen. Ja. Jo. Polizia Federal, alles klar. So, wie sieht's denn aus? Mal kurz nach unten gucken, aber schon wieder nach vorne gucken, weil, ach so, alles gut. So, jetzt sind wir dran. So, mal schauen. Hola! Ja. Kann man ja mal machen. Wo die ja nicht beachtet hat, aber egal. So. Das Fenster wollte ich doch gar nicht zumachen, so ein Auflassmensch. So. Sag nicht, wir wollten jetzt hier. Genau. Genau das ist es nämlich. Nur noch einen Wegpunkt gesetzt, ne?
wird ein bisschen hier. Gefährlich. Hält an, ne? Ja, hier wird auch mit sehr viel Liebe getankt. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Recomputing. Wo sollen wir uns jetzt hinstellen? Wo uns dahinter hinstellen? Wir können uns auch da hinstellen. Finding a new route. Ja. Wir machen erstmal Päuschen. Ja? Dann ist alles gut. Okay? Okidoki. So. Wir können uns da hinten hinstellen. Ja, ich habe jetzt keine Lust jetzt, da großartig jetzt hier mich da noch da irgendwo reinzuquetschen. Aber ich stelle mich da einfach. Ich habe keinen Bock, mich jetzt dahinter zu setzen. Fahr ich ja mal rum. Ja, ich hätte auch da reinfahren können, ich weiß. Vorhin, aber. Ja, fahr ich denn. Stellen wir uns hier alle zusammen jetzt hier. Das ist auch so ein Tanklastzug sozusagen. Und dann sind wir alle hier vereint. Genau. Das ist auch gerade raus. Also kann ich mich hinstellen. Kein Problem. Man macht man sich Probleme, wo keine sind. Ne? Kann das sein? Genau. Bis gleich, Leute. Mahlzeit. Okay, jetzt haben wir eine gute halbe Stunde, ja, roundabout, ne, Pause gemacht und jetzt geht's weiter, ganz easy peasy, der steht auch noch da vorne, ja, sehr schön, okay, dann auf in die gute Stube. Okidoki. Oh, Telefon. Ja? Ja, grüß dich. Ja, gerade Posten gemacht. Ja, ich bin in Mexiko. Jetzt fahre ich gleich wieder los. Hm. Guadalcan. Ja, war ich auch noch nicht, aber ich denke mal, morgen will ich dann das erste Mal dann da sein. Ja. Ja, 13 Uhr so, ne? Denke ich mal. Also zumindest hat mir das so angegeben. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich denke mal nicht, aber mal schauen. Egal. Genau, Rohöl. Hm. Und was ist der Grund deines Anrufes? Echt? Supi. Supi, supi, supi. Ja, geht doch voran, ne? Sag ich mal, ne? Oder? Ja. Der erste schon fertig ist, aber gut, dass du es mir gesagt hast. Ja, alles klar. Morgen, okay. Ja, dann wisst ihr ja Bescheid, ne? Morgen abgeholt werden soll oder fertig ist, sagen wir so. Ja, hm. Spitze. Das freut mich. Eine gute Nachricht, ne? Jo. Andere wahrscheinlich Anfang nächster Woche. Na gut, ja, ist ja jetzt nicht so dramatisch, oder? Ne. Ja, ist klar, wenn die zu viel zu tun haben. Aber zumindest kann dann einer schon dann soweit dann ja in Betrieb genommen werden, ne? Kann auf die Straße quasi, ja. Genau, George soll den nehmen. Mhm. Ja, als erstes sage ich jetzt mal, ja, kommen ja alle früher oder später in den Genuss, ja. Okay, jo, dann ja, danke. Alles klar. Ja, ciao. So, das war Bill. Ich weiß nicht, ob ihr es soweit mitbekommen habt. Ja, der erste ist schon fertig, komplett. Also meines Erachtens, also sehr schnell sogar. Der Kühler, der Double, also freut mich echt. So, und dann kann er, denke ich mal, dann die nächsten, ja,
nächsten 2, 3 Tage kann er dann auf die Straße und dann, jo, können wir damit wieder Geld verdienen, ne? Supi sowas. Okay. Das ist so, oh, schön, dass er sich gemeldet hat. Der Bill. Sehr schön. Das war mal eine schöne, positive Info. Und der andere soll er, wie gesagt, man, ja, vielleicht nächste Woche irgendwann mal gucken. Wie lange das so dauert, ne? Lassen wir uns mal überraschen. So. Da kommt einer. Da kommt wieder einer. Da kommt ständig einer. Jetzt habe ich auch nicht geblinkt, aber na gut. Wir sind ja drauf. Und auf Kurs. Tanken bis wir noch nicht, also ja, haben wir noch, also die Strecke können wir jetzt heute noch weiter durchdöseln und ja, es reicht noch. Gut. Jetzt auch nicht jetzt so rasen, ne? Sag ich mal. Müssen wir so langsamer werden hier. Junge, Junge, Junge. Weiter geht's mit dem Bezahlen, ne?
Wir fahren. Gar nicht jetzt geschaut, wann ich jetzt ja das nächste Päuschen jetzt einlege. Keep left. Schauen. Keep right. Ja, komm, zieh durch jetzt hier, Leute. Immer schön im Fluss bleiben, ne? So, dem ist noch hell, wir können noch fahren. Jetzt bin ich definitiv zu lange gefahren. Also immer Laub noch, aber ich war irgendwie, weiß nicht, dachte ich ja schon, ne? Deshalb jetzt noch fahren wir ja, aber mal schauen. Hola. Oh, die hat auch einen Blick drauf, du. Meine Güte. Du kriegst ja direkt Angst, ne? Okay. Never mind. I'll find a new route. Mein Gott, ist das ein Gehoppel hier. Und genau.
Ja, die Sonne wieder, ne? Wo ist sie geblieben? Außer dass sie jetzt nicht strömt. Weiter war. Egal, egal, egal. Wir fahren weiter. Oh, was ist das? Oder was war das? Da muss ja jemand da notlanden, oder wie? Ja, wir werden so noch, well, roundabout knappe 100 Meilen noch fahren und dann ist es auch gut. Ja, wir haben jetzt 5 Uhr. Ja, so gegen 8, mal gucken. Ja, super Wetter, ne? Ja, Freund. Gib Gummi. Gewitter auch noch. Da vorne ist es zwar ein bisschen heller, aber naja. So. Hauptsache, ne, lassen wir das mal noch zu hier. Ich werde nass. Wenn ich da drunter bin, kann ich immer noch runter machen. Oi, hola. Naja, ich bin nicht gut zu sprechen. Ich fahre mal schnell weiter. Es hört auf zu regnen, kann das sein? Oder? Ja, hat aufgehört. So ein bisschen nachwischen, dann ist gut. Schall sauber. Mehr oder weniger.
wie viel müssen wir noch? Jetzt haben wir 6:30. Ja, war doch hier irgendwo. Da hatte ich mir nicht einen Weg. Doch, siehst du doch. Da hatte ich mir einen Wegpunkt gesetzt. Da. Also der Höhe Guadalupe Victoria hier. Ja, ich hätte auch hier reinfahren können. Puh, weiß man jetzt hier, ob es hier besser ist. Hier kannst du sogar, hier kann man tanken. Hier kann der Atze sogar tanken, wenn er möchte. Ja, weiß nicht, soll ich jetzt hier reinfahren? Oder soll ich hier nicht reinfahren? Mal so rum, dann wieder raus. Ja, kann ich dann direkt dann tanken. Mal gucken, ob ich jetzt hier überhaupt stehen kann, darf. Ja, wie kriegen wir das raus? Sollte mir dann, ach, den mache ich nachher raus. Ist egal. So. Drive safe. Ja. Okay. Das habe ich aber nicht gesehen. Warte mal, noch mal kurz hier. Guck, 28. Okay. Ja. Wie gesagt, haben wir noch die 20 Meilen, also gut und gerne 20 Meilen noch vor uns und dann, ja, so machen wir. Aha. Dann machen wir dann. Gute Bremsen, nada. Turn left. Dann können wir nachher oder jetzt gleich mal gucken, wie auch immer, weiß ich noch nicht. Tanken. Ja, tanken und dann in der Reihenfolge. Und dann mal schauen. Wie sind das noch machen? Ist ja nicht so spät. 7 Uhr oder 19 Uhr besser gesagt. Warum stehe ich jetzt hier noch rum? Ich kann doch jetzt einfach fahren, oder? Ja, sind wir ein bisschen hier was links und rechts noch von Mexiko, sag ich mal. Was so nicht geplant war, warum nicht? Hat jetzt nichts mit zu tun, dass ich jetzt da großartig jetzt Umwege fahre, auf keinen Fall. Das ist ja kein Umweg, was ist denn hier? Wird ja auch schon langsam dunkel, ne? Und da habe ich ja gesagt. Sind wir wieder vorbeigefahren? Also, oder doch nicht? Nein. Ich dachte. Weil wenn der Wegpunkt gesetzt ist, sollte doch der auch jetzt gleich auf dem Navi auftauchen. Ne? Irgendwo. 3 Meilen. Also hier. Hier ist die Tanke. Guadalupe Victoria. Jo. Mir sieht aber nicht danach aus, dass ich mich jetzt hier da irgendwie. Weiß ich nicht. Oh, hoppel. Hoppel, boppel. Glaube ich. Hier mit Geschwindigkeit ankommst du. Hoho. Kannst direkt zur Werkstatt fahren. Ja, ich wollte jetzt nur drehen, Leute.
Was anderes wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich mach das auch jetzt mal. Ja, ich bin ja nicht ortskundig. Geh einfach mal hier. Genau. Navi hin, Navi her. Na, bleibt hier stehen, danke. Rerouted. Ja, ist okay. Ja, wo wir uns jetzt hier hinstellen können, ja, da muss ich da im Nachhinein mal ausklamüsern, mal gucken. Aber da könnt ihr mir von der Tanke sagen, wo ich manchmal gibt es ja so kleine, ja, kleine Plätze, die man so vielleicht gar nicht, die gar nicht aufgeführt sind auf dem Navi. Ja, ich weiß. Und dann kann man nicht mehr, weil hier ist ein bisschen schlecht, ne? Dachte ich mir aber auch. Ist nur ein bisschen belebter. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, bevor du da irgendwo abgelegen da dich hinstellst, lieber, ne? Ihr wisst schon, ne? Aus Gründen, ne? Ja. Okay, dann, oh, so hell, wo ich meine Lampe gar nicht hier angemacht habe. Leute, tanken. Genau, tanken. Und ja, wenn wir das mal kurz machen und dann schauen wir mal, ne? Okay, jetzt bin ich hier in Durango angekommen. Bin jetzt also knappe 17 Meilen gefahren und das haben sie mir auch empfohlen, obwohl ich da getankt habe vorhin. Und ja, hätte ich von vornherein machen können, aber ja, das ist ja auch auf der Karte gesehen. Aber ja, also Durango ist selber die Stadt, ne? Aber wie gesagt, gut, wenn du da halten kannst, wo ich ursprünglich wollte. Kann man ja auch machen, ne? Aber nein. Und somit bin ich dann doch jetzt hier in Durango gelandet. So. Here we are. Here we are. Ja, here we are. Mal schauen. Ich glaube, hier muss man sogar für bezahlen, aber ist nicht schlimm. Kann ja nicht viel sein. Ist da jemand drin? Ne, da im Häuschen ist keiner drin. Ja, ich fahre mal so dezent hier. Ganz dezent fahre ich jetzt mal hier rein. Also das haben sie mir zumindest empfohlen. Bei einer Tanke vielleicht da irgendwie. Keine Ahnung, da sind die Leutchen. Was machen die denn da? Ich weiß nicht. Wir gehen die jetzt zu den Bussen oder was? Da ist so eine Art Zopf hier oder was? Keine Ahnung. Leute, ich, wie gesagt. Ich weiß es nicht. Sieht so aus, als ob das hier so ein Zopf wäre, ne? Zentraler Omnibusbahnhof, quasi. Aber hier hat er mich, der gute Mann an der Tanke vorhin, das hat er mir hier empfohlen. Also so ist das nicht. Oh, da geht da was auf. Okay. Ach, vielleicht, ich weiß schon. Ah, vielleicht kann man sich da reinstellen, dann ist man da so weit gesichert. Aus Gründen, ja. Ist gut. Ja, ich glaube, ich parke erstmal da und ja. So. Lange Rede, überhaupt keinen Sinn jetzt hier. Soll denn hier der Quark? So. Leute, ich bin auf jeden Fall das mal angekommen. So. Zweiter Teil haben wir auch geschafft jetzt hier. Und ja, sind quasi dann in Durango. Kein großer Umweg, überhaupt nicht. Ja, ist so ziemlich auf der Strecke. Jetzt hätten wir es ja so, ja, also Richtung Kuala Khan hätten wir das so auf der rechten Seite gelassen, aber egal. Und wenn es, egal, wenn es 10 Meilen gewesen sind oder was auch immer, sind es ja nicht. Also Umweg ist es auf gar keinen Fall. Oh, und somit haben wir dann einen sicheren Schlafplatz. Das ist ja das A und O, denke ich mal. Wenn wir dann wirklich dann ja, da reinfahren können.
Oder hier im 10 Stellen, ist ja egal. Zumindest das hier gesichert. So, okidoki, Leute. Wie gesagt, zweiter Teil geschafft. Ich denke mal, mit dem dritten Teil sollten wir dann auch ankommen. Ja, alles gut verläuft. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Hervorragend. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil auch wieder am Start. Ja, ihr wisst, ist der Arzt heile angekommen? Ist er nicht heile angekommen? Hat er sich verfranst? Was ist los? Ja, okay, dann in diesem Sinne, Leute, bleibt schön sauber, klar, wie immer. Und hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.